dass ich natürlich jetzt hier so ein Modellbild bringe, was auch mit Differentialgleichungen berechnet wurde, Computermodelle, ist natürlich kein Zufall. Auch da fragt man sich, Irrtum oder sind wir wieder mal auf dem Holzweg? Oder wie sieht es aus? Es sieht ja ganz schlimm aus. Kann man auch richtig mit Angst einjagen. Mathematische Beschreibung der Natur. Die Klimamodelle basieren auf exakten physikalischen Gesetzen. Das habe ich x-mal gehört auf Klimatagungen, wo die Klimawandler, wie ich sie gerne nenne, gesagt haben, dass das ist Naturwissen, das sind Naturgesetze. Darauf baut alles auf. Auf mathematische, sicher wieder Differentialgleichung, das kommt jetzt schon zweimal hier vor, lässt sich sehr gut beschreiben und auch berechnen, aber es ist eben dann nicht aber, sondern es ist das Arbeitsfeld der exakten Naturwissenschaft. Frage ich mich jetzt nach der Erfahrung der theoretischen, also ich will die ganze, verstehen Sie mich falsch, die ganze theoretische Physik jetzt runter machen. Ich beschmutze auch sozusagen mein eigenes Nest, denn ich habe ja auch hier Physik studiert und eine Prüfung theoretischer Physik machen müssen, sondern es gibt Auswüchse in dem Bereich der exakten Naturwissenschaften. Das sind einige Punkte zu nennen, die auf dem völligen Holzweg waren. Nicht die gesamte, um Gottes Willen, würde ich auch sicher niemals behaupten wollen. Ja, letztendlich kann man fragen, ist das jetzt alles sehr schön und Selbstzweck oder müssen wir das ernst nehmen? Ich habe es mal diese Szene hier durchgestrichen. Ja, aber was passierte dann, nachdem diese Modelle da waren und alle, die verfolgt haben und in die Öffentlichkeit gingen und in der Politik auch natürlich gelandet sind? Auf die Modelle folgten wilde Spekulationen zum Anstieg des Meeresspiegels beispielsweise. Ich nehme nur ein paar Beispiele, ich kann das ganze Thema hier aufreißen. Also wilde Spekulationen, und das zeige ich Ihnen mal, was hier zu lesen war. Der Meeresspiegel könnte einer Studie zufolge in den nächsten Jahrtausenden bis zu 25 Meter steigen. Spekulation, ne? Aufgrund dieser Modelle, die gehen ja nur bis 2100. Und weiter heißt es noch, selbst wenn die Menschen es schaffen sollten, ihren Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids zu stabilisieren, trotzdem sozusagen zeichnet sich diese Entwicklung ab. Diese Prognose gaben Tübinger Forscher gemeinsam mit den britischen Kollegen in der Fachzeitschrift Nature Geoscience ab. Das ist also da dokumentiert, im Newsticker hier nachlesbar. Und jetzt gehe ich mal ran und gucke mir diese zwei Sätze mal genauer an. Sozusagen mit dem Rotstift des Lehrers. Der Meeresspiegel könnte einer Studie zufolge. Es könnte auch in den nächsten Jahren über München ein riesiger Meteorit abstürzen und ganz München wäre weg. Könnte sein, es fallen ja Meteoriten runter. Ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Man muss ja sehen, die Wahrscheinlichkeitsaussage, die dahinter steht. Also könnte. Das nächste ist, in den nächsten Jahrtausenden, ich bitte Sie, wo nehmen die Tübinger Leute das her? Die Klimamodelle hier, gesagt, die gehen bis 2100, Jahrtausende. Das ist natürlich ungeheuer, dieses Wissen, was da vorliegt. Bis zu 25 Meter, da sage ich, naja, 25 Meter ist sehr viel. Wir sind aber auf dem Höhepunkt einer Warmzeit, geologisch gesehen. Wir sind also im Holozän und es kann nur eine Frage der Zeit sein, bis die nächste Eiszeit wieder beginnt. Sie wissen vielleicht, dass der Weg von der Eiszeit in die Warmzeit ungefähr 10.000 bis 20.000 Jahre dauert. Der Weg zurück aber in die Kaltzeit dauert das Zehnfache ungefähr. Das weiß man aus Erfahrungen aus den letzten 600.000 Jahren ungefähr. Also sagen die Quartärgeologen, warum kommt die Kaltzeit denn noch nicht? Sie steht eigentlich vor der Tür. Sonst kann man sagen, naja, die kleine Eiszeit und die Abkühlung zwischen 1940 und 1970 waren schon mal so ein Tick in diese Richtung. Jetzt seit 10 Jahren geht es wieder langsam runter. Vielleicht ist dieses Pendeln, dieses Runden, dieses Zickeln ein Anzeichen, dass jetzt doch irgendwas passiert. Es steht also so geologisch sozusagen vor der Haustür, diese Abkühlung. Deswegen ist dieses Bild gar nicht mal vorhin mit dem Dach, dass da so der Schneelast leidet, gar nicht mal so verkehrt. Ja, das nächste ist klimaschädliche Kohlendioxid. Stolpert natürlich auch sofort drüber. Das ist also auch rot anzustreichen. Klimaschädliches Kohlendioxid, weiß Gott nicht, haben wir gestern auch schon x-mal gehört. Und dann kommt hier diese Prognose. Das heißt also, die haben so getan, als könnten sie Prognosen erstellen. Wobei der IPCC selber sagt, wir machen Szenarien. Ich bin aber ganz bösartig schon fast korrigiert worden, als ich mich meldete in einer Klimatagung der Klimawandler, hat gesagt, wenn Sie Prognosen haben, dann ist noch Prognose in den Mund. Da wurde ich sofort korrigiert, sagen, wir machen keine Prognose, sondern Szenarien. Das ist was ganz anderes. Aber, wie wir alle wissen, sind die als Prognosen in der Öffentlichkeit und in der Politik angekommen und werden als solche auch
verkauft. Dazu eine realistische Prognose. Das passiert einfach. Gut, also von Prognose sind wir eigentlich überhaupt weit entfernt. Jetzt Prognose und Szenario, was ich gerade angesprochen habe. Natürliche Prozesse, darunter das Klima, sind von hoher Komplexität, das wissen wir alle. Sie lassen sich in Gänze nicht berechnen. In den Klimamodellen stecken mindestens, also mehr als 10 hoch 30 Freiheitsgrade für den Statistiker, sodass Sie sehen, das ist ein Problem, das ist gar nicht lösbar. Man kann also zwar Großrechner bemühen und kann sagen, okay, wir versuchen es, aber man tastet immer irgendwo am äußeren Rand rum, es sind so viele Freiheitsgrade noch drin, man sagt, das Ding kriegen wir nicht in den Griff. Dennoch, wie wir alle wissen, ist ja die Prognose da. So, daher lassen sich nur Szenarien simulieren und keine Prognosen berechnen. Das Prognosen braucht eine ganz andere Basis. Da kann man nicht so viel Freiheitsgrade drin haben. Und der IPCC selber sagt ja auch, das wissen ja auch die meisten von Ihnen wahrscheinlich, in der Klimaforschung und Modellierung sollten wir erkennen, dass es sich um ein gekoppeltes, physikalisch gesprochen, nicht lineares, chaotisches System handelt. Deshalb sind längere Vorhersagen über die Klimaentwicklung nicht möglich. Sagen nicht wir, sondern sagt der IPCC. Das muss man sich vorstellen. Also ist irgendwie was völlig falsch angekommen bei uns. Vielleicht sind wir auch einfach nur zu dumm, haben das gar nicht. Na gut, das wollen wir nicht weiter ausdehnen. Gut, jetzt haben wir natürlich Superrechner, die sowas angeblich angehen, mit sehr komplizierten mathematischen Aufwand. Und ich will nur wieder hier ganz wenige rausgreifen, die großen Unsicherheiten, Wasserdampf und Wolken, will ich gar nicht darauf eingehen, ist nicht mein Thema, Entstehung, räumliche Verteilung, Interaktion mit Strahlung und Aerosolen, auch da ist gestern schon was gesagt worden. So eine ungenaue Nachbildung der lokalen und regionalen Klimabedingungen, man kann es also nicht runter, wenn man sowas hat, global kann man es nicht runterbrechen auf eine Region, ist also ganz, ganz schwierig. Wechselwirkungen mit Meeresströmungen, atmosphärische Zirkulation, das ist alles noch längst nicht sozusagen da. Und letztlich sehen wir auch, dass die Sonnenaktivität in den Modellen ja gar nicht enthalten war. Denn jetzt versucht man sie so irgendwie durch die Hintertür einzumogeln und sagt, ja, ist mit drin, habe ich neulich gehört, ne? Ist nicht drin enthalten in Klimamodellen. Na gut, es gibt noch mehr Faktoren, wo also, wie man schon sieht, die Modelle, die hinken, also ganz fürchterlich. Ja, jetzt komme ich wieder zur Statistik, oder komme jetzt zur Statistik. Da geht es ja immer um Trends. Und wenn wir uns das Klima jetzt mal anschauen, oder die Klimaänderung, dieses Global Warming, übrigens ist das Global Warming, die Klimakatastrophe, in diesem Jahr 25 Jahre alt geworden. Ne? 1986 hat die Deutsche Physikalische Gesellschaft, die DPG, die Klimakatastrophe erfunden. Das ist eine Erfindung der DPG. Auch wieder die Physiker, welch ein komischer Zufall. Haben also 25 Jahre, und seit 25 Jahren hat sich nichts getan an Erwärmung. Nur so ein bisschen zackeln rauf und runter, das ist klar, das haben wir immer, das ist ganz normal. Aber die eigentliche Erwärmung ist nicht da. Im Gegenteil, Sie sehen hier den Deutschen Wetterdienst, Daten des Deutschen Wetterdienstes für deutsche Stationen, wie das so langsam sich abwärts bewegt. Und eigentlich, wenn man den Modellen jetzt glauben würde, müsste das etwa so aussehen. Ja, und Sie sehen, da gibt es einen Spagat, der jetzt zu überwinden ist, dem deutschen Wetterteam tut das unheimlich weh. Wenn das jetzt so weitergeht, die tatsächlichen Messwerte gehen runter und eigentlich sagen wir, Modell, es muss raufgehen, wird dieser Spagat immer größer und jeder weiß, dass ein Spagat natürlich schmerzhaft ist. Das tut also auch dem deutschen Wetterdienst heute schon weh. Die denken gar nicht an die Zukunft. Gottes Willen, wie kommen wir da wieder raus aus diesem schwierigen Spagat? Ja, es ist eigentlich, das ist die Realität, die blaue Kurve, ne? Und die Abweichung ist sind die Modelle, die im Rechner stecken. Aber wie gesagt, das Wetter reagiert bereits auf die Rechnerdaten. Ja, dann ist eine schöne Sache, habe ich mal versucht, in der Schule kann man sowas gut machen, ich glaube 8., 9. Klasse, man kann auch diese Szenarien einfach überprüfen mit Dreisatz. Ne, die Schüler in der 10. Klasse können das noch. Bei unseren Studenten habe ich gemerkt, die haben mich angeguckt, Dreisatz, schon lange her, wie die durchs Abitur gekommen sind, weiß der Geier, aber Dreisatz können die heute zum Teil gar nicht mehr. Deswegen füge ich es hier mal ganz kurz nur vor, das kann man also sehr schön machen, 0,5 Grad Celsius verhält sich zu 30 Jahren, also bis wie x Grad Celsius zu 100 Jahren. Ja, also diesen Dreieck muss ich jetzt nicht hier vormachen.
Und dann kriegen Sie raus, x ist gleich 1,67 Grad Celsius, Temperaturerhöhung in 100 Jahren. So, das ist also das Modell, das ist noch ein harmloses Modell, das ist B1, das blaue hier, was ich genommen habe. Ich könnte auch das rote nehmen, das sieht auch so, das sieht noch linearer aus. Dieser Dreisatz funktioniert ja immer nur, wenn Sie lineare Beziehungen haben, sonst können Sie es vergessen. Und man kann ja linearisieren, eine Trendkurve wird immer so linearisiert, und wenn Sie das also machen, kriegen Sie 1 Grad und 6,7 Grad Celsius raus für dieses blaue niedrige Szenario. Von dem hohen sprechen wir jetzt gar nicht. So, das ist also die Temperaturerhöhung bis zu der blauen Kurve 2100. Und wenn ich jetzt das Ganze nochmal mache und gehe nur von 2000 bis 2010, wir sind ja schon darüber weg eigentlich, mache also die 10 Jahre mal nach der gleichen Methode, dann kriege ich raus, also 0,5 Grad Celsius verhält sich zu 30 Jahren wie x Grad Celsius zu 10 Jahre, jetzt dieser kurze Zeitraum, kriegen Sie raus, x gleich 0,167. Klar, ne? wenn man das linear betrachtet, kriegen Sie dann den 10. Teil raus. Das heißt, wir hätten also 2010, wenn das Modell jetzt stimmt, dieses tiefe Szenario, eine Erwärmung von 0,17 Grad Celsius haben müssen. Was wir wirklich haben, habe ich vorhin gezeigt. Die Kurve des Deutschen Wetterdienstes. Also auch hier sehen Sie schon, im Ansatz stimmen die Modelle nicht, überprüfen, wenn man es mal linearisiert. Ein anderes Beispiel wäre der Meeresspiegelanstieg. Auch da ist man auch so richtig auf dem Holzweg. Das ist aber gestern schon gekommen. Aber es passt jetzt schön, weil ich Alfred Wegener genannt habe vorhin. Und Alfred Wegener war ja der Erste, der gesagt hat, die Kontinente sind in Bewegung. Die driften aber nicht nur auseinander, dann hätte dieses Modell mit der Expansion gut gepasst, sondern sie stoßen aufeinander, wie Indien gegen Asien, Himalaya war die Folge, oder andere Gebirge, die Alpen, sind ja nur entstanden durch aufeinander zu bewegen. Das hat den theoretischen Physiker völlig vergessen, dass es auch Kontinente gibt, die aufeinander zudriften, und damit wäre auch schon die Expansion schon geplatzt. Also diese Theorie, die Kontinente driften nur auseinander, das war schon daher, deswegen hat es ja auch erwischt dann, ne? Dann habe ich das zufällig, ne, manchmal sieht man ja nicht Tagesthemen, sondern Heute-Journal, und dann wurde 2009, ich sitze vor dem Fernsehapparat, ich denke, ich höre nicht richtig, haben die das gezeigt, steigt der Meeresspiegel in Mikronesien, laut ZDF. Die waren im Kamerateam da, das ist eine schöne Dienstreise für die Kameraleute und den Journalisten. Tatsächlich gibt es dort aber zwischen der Karolinenplatte und der großen Pazifikplatte nicht nur longitudinale Bewegungen, sondern auch vertikale Bewegungen. So, auch das ist irgendwie im ZDF nicht angekommen, dass es die Bewegung auch vertikal gibt. Und das hat ja gestern Herr Puls auch sehr schön gezeigt, diese Grafik, dass sie bei senkrechter Bewegung eben hier die eine Platte absinkt, und dadurch sieht es so aus, als würde der Meeresspiegel ansteigen. Wenn sie runtergehen, immer tiefer, das haben die ja gesagt, die wussten aber die Ursache nicht, den Karolinen, es geht immer tiefer, dann sieht es aus, als würde das Wasser hochkommen. Das war dann dieser scheinbare Meeresspiegelanstieg. Tatsächlich muss man aber sagen, steigt doch, die Grafik haben wir, glaube ich, gestern schon mal gesehen, steigt ja der Meeresspiegel immer an, wenn wir uns in Richtung Warmzeit bewegen. Von einer Kaltzeit, wie wir es jetzt gehabt haben, in den letzten, das Maximum der letzten Eiszeit war der Weichsel-Eiszeit. Ne, wir sind in Bayern, das ist die Würmeiszeit, das ist aber die gleiche, die heißt hier nur Würmeiszeit. Und da ist es klar, dass der Meeresspiegel kräftig ansteigt. Und Sie sehen hier in der Mittelsteinzeit war dieser Anstieg jetzt auch wieder linearisiert 125 cm pro Jahrhundert, also über einen Meter beträchtlich, die Kurve zeigt es ja auch. Und in der Jungsteinzeit und Eisenzeit waren das dann nur noch 14 cm pro Jahrhundert und im Superatlantikum dann nur noch 11 cm pro Jahrhundert. Das ist ganz klar, man sieht das, wie das rauskommt. Und jetzt, was haben wir heute? Beginn der Industrialisierung. Und das geht da praktisch im Rauschen eigentlich unter. Das zackelt jetzt wieder hin und her. Auch daraus kann man sehen, dass wir im Holozän irgendwie oben angekommen sind. Nicht nur von der Temperatur her, sondern vom Meeresspiegelanstieg. Da läuft er damit irgendwie, korreliert er mit. Und dass er jetzt auch wieder in die andere Richtung gehen wird, wenn dann die nächste Kaltzeit sozusagen in den nächsten 1000, 2000 Jahren, ich sagte ja, das dauert viel länger, der Weg in eine Kaltzeit dann kommen wird, geht das also auch wieder rückwärts. Und wir haben dann wieder eine Regression hier, sagt der Geologe, das ist eine Transgression. Ja, Statistik, nochmal ein schönes Beispiel für die Glaubwürdigkeit von Statistik. Nun habe ich ja die Aufgabe an der Uni, dass ich auch Geostatistik für unsere Geografen ja lehre.
Und da gibt es viele Beispiele, ich nehme nur eins hier raus, das lässt die Zeit gar nicht anders zu. Und zwar hat in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, der Physiker Sternglass in den USA Kurven präsentiert. Sie sehen es hier, Kindersterblichkeit nimmt zu in der Nähe von drei Reaktoren in den Vereinigten Staaten. Der Reaktor Dresden, der Reaktor Humboldt Bay und Indian Point. Diese drei Reaktoren hat er ausgesucht, hat dann in der Umgebung die Kindersterblichkeit genommen und das, wenn sie das den Laien präsentiert, so, ja, na klar, ne? Eindeutig. Ja, mit der Hesse ist, könnte man sagen, naja, man sieht, dass die emittierte Radioaktivität sich an der Kindersterblichkeit orientiert. Ne? Da ist die Sache Ursache und Wirkung. Ne? Kann man wieder anfangen und sagen, was ist Ursache, was ist Wirkung? Natürlich hat er, wollte er damit beweisen, dass die emittierte Radioaktivität zu Kindersterblichkeit führt. Jetzt muss man sich aber mal die anderen Daten, das ist ja, die Kurven laufen parallel, hat also wirklich eine Korrelation, die man mathematisch sogar ausrechnen könnte, einen Korrelationskoeffizienten. Ne? Die liegt irgendwie zwischen 0,5 und 0,9 wahrscheinlich, habe ich nachgerechnet. Jetzt nehmen wir mal alle Daten, er hat sich ja die rausgesucht, die hier stehen, und wenn man jetzt alle Messdaten nimmt, dann sieht das so aus. Ja, jetzt erübrigt sich eigentlich jeder Kommentar. Ne, da jetzt eine Korrelation rauszulesen, das ist entweder Zufall oder sie tappen da völlig im Dunkeln. Und das ist der schöne, das ist in Anführungszeichen geschrieben, die Realität beim Sternglass-Beweis. Sternglass hat da auch geglaubt, mit Statistik kann man alles beweisen. Das findet man heute noch in vielen Bereichen. Wir belegen das ab und zu in der Medizin, wie die Statistik beweist, sagen viele Mediziner. Nur wenn man Statistiker ist, dann weiß man aber, mit Statistik kann man nichts beweisen. Man kann nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit erreichen, eine Wahrscheinlichkeitsaussage treffen, aber ein Beweis, in dem Sinne die Winkelsumme ist 180 Grad, in drei, das gibt es nicht in der Statistik. Solche Beweise sind leider nicht möglich. Ja, wenn man noch ein bisschen tiefer in die Statistik sich einfuchst, dann stößt man irgendwann auf die sogenannte logistische Funktion. Vor allen Dingen hat die also spielt eine Rolle bei Zeitreihen. Und diese Sache, die haben die Naturwissenschaftler, viele Naturwissenschaftler, entweder nie gesehen oder sie vergessen. Denn wir hatten schon viele Effekte, hier stehen sie mal, Waldsterben, Vogel- und Schweinegrippe, Ozonloch, Acrylamid, BSE, Rinderwahn, Pest, AIDS, Bevölkerungsentwicklung, Primärenergieverbrauch beim JASA in Luxemburg bei Wien 1981. Da hat man auch solche Kurven gehabt, solche Anfangskurven. Ich möchte mal hier mal runtergehen. Da hat man diesen Effekt hier immer gehabt und sagt, wenn das jetzt heute Tatsache ist, Faktum ist, dann kann man sich ausrechnen, mit exakter Naturwissenschaft, was dann passiert, wenn das so weiterginge. Aber es geht eben nicht so weiter. Ne? Es zeigt eben, die Statistik selbst liefert eine Kurve, diese logistische Funktion, die sagt, es kann so eine Entwicklung, die zunächst exponentiell aussieht, linear werden und aus der Linearität kommt dann ein Sättigungswert. Das ist sogar die Formel da unten. Das kann man, und das hat sich schon oft bestätigt. In der Bevölkerungsentwicklung hat man das x-mal bestätigt. Es gibt diese logistische Funktion nicht nur in der Theorie, sie lässt sich an vielen Fällen auch in der Praxis nachweisen. AIDS habe ich deswegen hier untermauert oder ein bisschen rausgeschrieben, weil vor 14 Tagen oder vor 8 Tagen, weiß ich nicht, ging es durch die Presse, dass die AIDS-Neuinfizierung, die HIV-Infizierung zurückgeht. Und wenn Sie sich mal erinnern, als es losging, war das auch hier unten erstmal der Bereich, ne, wo es exponentiell ansteigt und die Epidemiologen sagen dann, wenn das mal sich ausbreitet mit diesem Schneeballeffekt, das geht immer weiter, jeder steckt jeden an und es ist eine Frage der Zeit, dann ist die Menschheit dahin. Das haben wir auch bei der Pest gedacht, das war auch nicht passiert. Das ist hoch ansteckend. Ne? Komischerweise funktioniert es nicht. Und jetzt geht, also bei AIDS geht es jetzt rechts darüber hinaus, nicht nur parallel, sondern es geht wieder zurück. Ne? Da sieht man also, dass man sich doch mal überlegen sollte, bevor man solche Horrorszenarien predigt und unter die Bevölkerung bringt und damit Angst verbreitet, dass sowas auch in eine andere Richtung gehen kann. Das ist mal ganz vorsichtig. Ja, was ist, wenn ich jetzt mal linear extrapolieren wollte, brauche gar nicht mal exponentiell. Es reicht linear, das zu machen, dann sehen Sie, wo lande ich denn da oben immer weiter und wo kommt man hin? In Hysterie und Angst. Die Bevölkerung kriegt dann natürlich eine furchtbare Angst.
Noch ein Beispiel, ein anderes, das Waldsterben. Ich mache das auch nur ganz kurz hier am Rande. Hysterie, hatten wir gerade das Stichwort. Hysterie, Waldsterben. Und da wurde, wenn Sie es nicht glauben, können Sie es nachlesen, 1983, das war die hohe Zeit des Waldsterbens, war die 80er Jahre, wurde, wir stehen vor einem ökologischen Hiroshima. Damit wurde es verglichen. Das klingt heute natürlich aberwitzig, aber damals war das eine Aussage, hat keiner darüber gelacht, hat man ernst genommen. Oder die nächste Aussage, an der Diagnose gibt es nichts mehr zu deuten, 50% der bundesdeutschen Wälder sind geschädigt. Am Ausmaß des Waldsterbens könnte heute nicht mal der ungläubige Thomas zweifeln, allenfalls ein Ignorant. Sie sehen, welchen Stempel man aufgedrückt bekam, wenn man diesem Waldsterben einfach nur so gefolgt ist. Und einer der schönsten Sätze, hier gibt es ja unendlich viele Äußerungen, kam hier von Hubert Weinzierl, der Vorsitzende des Bundes für Umwelt- und Naturschutz, BUND, der sagte, das Sterben der Wälder, auch so in den 80er Jahren, wird unsere Länder stärker verändern als der Zweite Weltkrieg. Das muss ich mir vorstellen. Das damals war es bitter ernst. Die ganze Bevölkerung war schockiert. Jeder hat das also... Und da erinnere ich mal an die logistische Kurve. Wir wissen heute, dass die Wälder noch da sind, ne? Gott sei Dank. Und was sagen heute die Leute, wenn überhaupt, sagen die, ja, das waren die Maßnahmen, die Entschwefelung. Ne? Wobei die Entschwefelung ja hier und da nur stattgefunden hat. Das drehen das also dann noch andersrum. Gut, wollen wir es dabei mal belassen. Also Angst ist sozusagen das Instrument, ist ein Machtinstrument. Und ich zitiere mal hier den Dr. Stefan Schneider, der gestern auch schon ein Konterfei hier gezeigt wurde von ihm. Deshalb müssen wir Schrecken einjagende Szenarien ankündigen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Brauchen wir dramatische Statements und keine Zweifel am Gesagten. Jeder von uns Forschern, sagte er, muss entscheiden, wie weit er eher ehrlich oder effektiv sein will. Für mich ist das eine Aufforderung zum Betrug. Aber bitte, jeder Forscher muss selbst entscheiden, wie er da jetzt vorgeht. Ob er lieber ehrlich oder effektiv sein will. Effektiv im Sinne des Klimarates. Ja, damit kommen wir eigentlich schon zum Thema Glauben. Das Phänomen der Klimareligion. Ich zitiere mal den Kollegen Bolz von der TU Berlin. Umweltpolitik ist längst nicht mehr eine Politik, die auf Alternativen trifft, sondern es ist eine Heilswahrheit. Deshalb sagt er seine These, dass es sich um eine Ersatzreligion handelt, weil einfach nur geglaubt wird und die Fakten verschwinden eigentlich. Es ist nicht mehr als nur eine Glaubenssache. Das Ganze. Und ich gehe ein bisschen mal tiefer in dieses Thema. Religion berührt Mystik und Transzendenz, das weiß eigentlich jeder, der über Religion mal nachgedacht hat. Sie lebt von der Überzeugung der Wirksamkeit persönlicher oder unpersönlicher transzendenter Mächte oder Erscheinungen, irgendetwas. Ja, rationale Argumente prallen da natürlich ab, da können Sie nicht rational vorgehen, da muss man einfach eben nur glauben. Und Religion und Katastrophen, da gibt es also eine ungeheure Parallelität. Die Apokalypse im Christentum beispielsweise, Sintflut, Hungersnot, Fegefeuer, Hölle, Teufel, das sind alles Schreckenvorstellungen, mit denen man den Leuten richtig Angst einjagen kann und sie, ich sage mal, auch zum Glauben hinführen kann, das eben zu überwinden. Hier als Bild die Arche Noah, die Sintflut. Das war vielleicht die Sintflut schon der erste Klimawandel. Ne? Also eine Transgression, Hochwasser kam. Weiß man nicht so genau. Jedenfalls war es dann natürlich und bestimmt nicht von Menschen gesteuert. Die christliche Religion, das ist ja schön, verfügt offenbar über das größte apokalyptische Potenzial, wenn man die Religionen alle, die Weltreligionen miteinander vergleicht. Das ist enorm. Und sozusagen der Koran beispielsweise nur verkündet keine Apokalypse, er macht Aussagen über Eschatologie, das heißt, also dabei geht es vor allem um Gott als den Richter, also nicht so sehr um das Katastrophen-Apokalypsen-Szenario, sondern mehr der Richter. Wir müssen ja nicht die ganzen Religionen analysieren, das ist nicht mein Thema, aber die Angstinstrumente. Also, Apokalypse weckt Ängste, Gottesfurcht, ich nenne nochmal Stichworte, Schuld und Beichte, auch da ist der Mensch wieder der Sünder und wie der Umweltsünder jetzt auch offenbar, Buße, tut Buße, der Sündenfall, ne, also die Sünde ganz schlimm und Ablass.
Ja, Ablass kommt uns bekannt vor, ne? Das war vor Luther. Heute gibt es einen Ablass wieder, nämlich den modernen Ablasshandel mit dem CO2-Emissionshandel, die Zertifikate. Ja, was ist noch so ein Stichwort? Umkehren, wir müssen umkehren, sagen die Religionen. Und dann gibt es immer diese Leugner, ganz schlimme Menschen. Jetzt sind es die Klimaleugner. Wir sind hier also jetzt auch Leugner. Ketzerei, das Wort ist auch schon gefallen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Dann gibt es schwarze Listen, die werden irgendwo geführt, habe ich mir sagen lassen. Da stehe ich auch drauf, unter anderem. Und ja, bis zur Hexenverbrennung. Vielleicht kommt das noch, um Gottes Willen. Naja, dann müsste ich wieder rufen, wenn wir schon als Hexe verbrannt werden. Ja, ich kann schon mal üben. Ja, wenn es warm wird, dann sind wir bei der Verbrennung schon ganz nah dran. Dann die Inquisition. Nee, dazu möchte ich jetzt nicht das weiter ausführen. So, in Religion und Politik, setze ich das mal dazu, werden Angst und Schuldgefühle der Menschen geweckt. Genau, das ist also der Weg. Fast alle Menschen sind anfällig für Katastrophenszenarien, als würde der Mensch sowas brauchen, wie immer so eine furchtbare Katastrophe. Zumindest die Medien brauchen es, die brauchen diese Katastrophen. Und da kann ich nur sagen, wenn das überstanden sein wird, ich habe gestern mit Herrn Lüdicke Häuser diskutiert darüber, er meint, in 2 Jahren ist der Spuk vorbei mit dem Klimawandel, mal sehen, ob das zutrifft. Aber dann brauchen wir eine neue Katastrophe. Sie ist schon da. Und es gibt noch eine natürliche Katastrophe. Ich denke jetzt zum Beispiel an die globale Trinkwasserknappheit. Dass viele Länder leiden ja jetzt schon unter diesem Mangel. Aber ich sage gleich, im Vorfeld hat nichts mit dem Klima zu tun. Das Problem ist lösbar. Wir haben Ingenieure, die können aus Salzwasser Trinkwasser machen. Das passiert schon lange. Ne? Man muss nur eben viel Geld haben, um ein Leitungsnetz und alles, was dazugehört. Also im Prinzip ist dieses nächste Katastrophenszenario eigentlich schon gelöst. Es fehlt nur das Geld, ne, und die Infrastruktur dazu. Ja, Angst vor einer Klimakatastrophe wird von Schuldgefühlen genährt. Da haben wir es. Ne, mit Ablasshandel können Schuld- oder Sündenvergebung versprochen werden. Ja, Instrumente. Angst und Schuld. Immer häufiger werden wir ja auch von Journalisten gefragt. Folgendes. Hitzewelle in Europa, Hochwasser in Sachsen, Sintflut in Pakistan, haben wir alle noch Erinnerung, dann Trockenheit und Feuer in Russland, das ist noch nicht so lange her. Jetzt allerdings auch Schneemassen in den USA und in Russland, das Bildchen vorhin, Schneemassen in Russland. Jetzt kommt die Frage an den Wissenschaftler, rächt sich die Natur am Menschen für die schlechte Behandlung? Ja, wir lachen da oder schmunzeln darüber, ne? Aber es ist gar nicht mal so weit entfernt. Wir kommen in das Gebiet aus der Physik raus und gehen mit diesen Gedanken die Metaphysik eigentlich rein. Aber das ist, was Journalisten natürlich auch wissen wollen. Wie sieht das eigentlich aus? Gibt es sowas wie eine Rache der Natur? Metaphysisch natürlich. Die Metaphysik gibt darauf vielleicht Antworten. Ja, jedenfalls bringt die Befreiung von diesen Ängsten, die müssen wir die loswerden, bringt dann das sogenannte Gutmenschentum. Die Grundlagen sind Religion und Altruismus. Gutmenschentum ist das Bestreben, moralischen Zielen absolute Priorität einzuräumen. Eigennützige Ziele treten zurück, das ist der sogenannte Altruismus. Übrigens muss man diesen Altruismus, den kann man erziehen bei Kindern. Der ist nicht automatisch da, jeder Mensch ist zunächst mal Egoist. Aber den Altruismus kann man anerziehen den Kindern. Man hat das gemacht und hat tatsächlich festgestellt, nach einer gewissen Zeit gehen die von dem Ich, Kinder, sagt man, sind besonders egoistisch, die sehen gar nichts anderes als nur sich selbst zunächst mal. Dann kann man aber dazu hinkommen, dass sie sagen, wir, nicht ich, sondern dieses Wir-Gefühl, dieses Berühmte, das lässt sich erreichen. Durch Erziehung beispielsweise. Fragen Sie sich, wie lange das anhält, bis Sie Geld verdienen, dann wahrscheinlich weniger. Ziele, Sicherung der Menschenrechte, Gleichberechtigung der Geschlechter, Kulturen ist anzustreben. Das ist alles okay, dann würde jeder sagen, kann ich mitziehen. Dann kommt es aber materielle Gleichheit. Da fällt uns doch der Sozialismus ein. Das ist also auch so ein Ziel. Und der Umweltschutz. Auch Umweltschutz steht da drin im Altruismus. Und aus diesem elitären Denken seit der 12. Hälfte des 20. Jahrhunderts
ist das zum Massenphänomen geworden, vor allen Dingen hier in Westeuropa, weniger in den USA. In den USA ist das offenbar nicht so bekannt oder hat es nicht so Fuß gefasst. So, vor dem 20. Jahrhundert gab es keine religionslosen Kulturen. Jede Hochkultur hatte eine Religion. Da können wir hinschauen, wo wir wollen. Jetzt ist das etwas anderes. Ne? Die DDR hat ja sich davon befreit, von der Religion. Jetzt sah das dann etwas anders aus. Der Beginn der Blütezeit des Gutmenschentums fällt, vielleicht nicht zufällig, mit der zunehmenden Krise des sozialistisch-kommunistischen Religionsersatzes zusammen. Da fällt auch schon das Wort Religionsersatz zum ersten Mal. Ja, nun gibt es da aber auch Probleme. Wenn ausschließlich moralische Werte die höchste Priorität haben, kann es, wie in der Politik demonstriert, zur Indoktrinierung der Bürger kommen. Die Politik sagt dann, wir wissen, was gut für den Menschen ist. Die Menschen selber wissen es nicht. Aber wir Politiker, wir wissen, was für euch alle gut ist. So, das ist diese Haltung, die dahinter steckt. Ziemlich arrogant. Eigentlich ist es umgekehrt. Die Intelligenz, sage ich mal, steckt im Volk. Denn wenn die Politiker ein Problem haben, holen sie sich Gutachter. Sie wissen gar nichts. Sie müssen sich irgendwo schlau machen bei Gutachtern in der Bevölkerung. Aber es wird natürlich so getan, wir haben das alles im Griff und wir können das. Dieser totale Paternalismus, dieses Schützen wollen oder wohlwollende Bevormundung. Wir wollen doch nur euer Bestes, ne? Dass ihr den Klimawandel dann nicht zur Katastrophe geführt wird. Methoden und Ziele der Politik werden verschleiert. Die Methoden lassen sich natürlich nicht in die Karten schauen und können oft wegen komplexer Zusammenhänge nicht mehr hinreichend hinterfragt werden. Zur Sicherung der Ziele braucht die Politik den blinden Glauben. Bloß nicht hinterfragen. Blinder Glaube, dass nur der edle Zweck allein im Vordergrund für die Umsetzung des Guten steht. Untermauert wird nun der Glaube angeblich wissenschaftliche Fakten dienen dazu. Das Stichwort postnormale Wissenschaft, postnormal Science, kommt eigentlich aus den USA und ist bei uns auch jetzt bekannt geworden. Vor allen Dingen der gestern schon genannte Hans von Storch hat das sehr deutlich gemacht. Er sagte, die Klimawissenschaft ist nicht normal, sie ist postnormal. Also bei nicht normal hätte ich noch beinahe direkt zustimmen können, aber sie ist postnormal. Heißt also, sie dient den Zwecken der Politik. Sie werden immer Wissenschaftler finden, die der Politik den Rücken stärken und einer Ideologie sozusagen ein weißes Doktormäntelchen umhängen und sagen, hier, Wissenschaft, nicht politische Ideologie, das kauft ja keiner ab. Aber Wissenschaft, den weißen Mantel dafür, das ist, scheint vielen Leuten glaubwürdig. Und wenn wir mal daran denken, die Glaubwürdigkeit historisch, ich will auch nur zwei Beispiele, ist gestern bei der Tischrede rauskommt, Eugenik, ne? Da hat man die wissenschaftliche Eugenik, das wurde also auch in ein wissenschaftliches Gewand gesteckt, diese Eugenik, und wurde so getan, das hat nicht der Nationalsozialismus davon, nein, Wissenschaftler, wenn Nationalsozialisten damals haben, ja, ist doch gut, wenn die Wissenschaft das sagt, dann muss das ja wohl so sein. Also dieses Rumdrehen, ne, unter Benutzung eben postnormaler Wissenschaft. Oder ein anderes Beispiel hier, das kennt vor allen Dingen, ich bin aus Leipzig, kennt vor allem die Leute in neuen Ländern, der wissenschaftliche Marxismus-Leninismus. Das hat man in der DDR gelernt, fast vom Kindergarten an, zumindest aber von der Grundschule an, war ML ein Pflichtfach. Und zwar der wissenschaftliche Marxismus-Leninismus wurde hervorgeführt. Bis hin zur Doktorarbeit. Also das hat einen begleitet, Leben lang, solange man in Ausbildung war, hat man ständig dieses Fach ML am Hals gehabt. Die konnten das schon nicht mehr hören, die Bürger, aber es war eben, so hat das SED-Regime gesagt, es ist wissenschaftlich. Was wollt ihr mehr? Der Wissenschaftler wird doch gut glauben. So, und heute, was ist heute hier auf dem Programm bei postnormaler Wissenschaft? Der politisch gewollte Klimawandel. Der ist nicht da, aber er ist politisch ganz stark gewollt. Ich sage mal hier, der neue politische Klimawandel. John Horton, haben wir gestern auch schon sein Bild gesehen, Vizepräsident des IPCC im Sunday Telegraph. Wenn wir in Zukunft gute Umweltpolitik haben wollen, dann müssen wir eine Katastrophe haben. Also ohne Katastrophe funktioniert das gar nicht. Das heißt also Angst schüren. Das Bild von 2070, so ist dann aus, ist gar nicht mehr so lange hin, was wir denken. Wir haben schon 2011, hat sich noch nichts getan, muss sich also das Klima beeilen, dass es dahin kommt. Und dieser neue politische Klimawandel, der Weg ist also, wie ich schon sagte, mit CO2 Ängste schüren.
das Ziel, die große Transformation hin zur Green Economy und Maurice Strong, war gestern auch schon mal hier, glaube ich, gefallen, der Name, besteht, sein Zitat, besteht nicht die einzige Hoffnung für diesen Planeten in dem Zusammenbruch der industriellen Zivilisation? Liegt es nicht in unserer Verantwortung, so meinte er, dafür zu sorgen, dass dieser Zusammenbruch nun auch tatsächlich eintritt? Sie sehen schon, das ist Ideologie. Das ist also ganz klar. Und wie früh eigentlich man schon, das war die Rio-Konferenz 1992, das ist also schon eine alte Geschichte eigentlich. Das ist bei vielen Menschen immer noch nicht angekommen. So alt geistert, so lange geistert das eigentlich schon um. Und Demokratie, auch das haben wir gestern gehört, in der Tischrede, in der schönen Tischrede, die da gehalten wurde, wunderbar, sage ich mal, der Kollege Schulze ist ein Sozialwissenschaftler und der sagte Folgendes: Ich sehe allmählich die Bereitschaft zum Demokratieverzicht wegen des Klimawandels. Es stimmt mich sehr bedenklich, sagte er, wenn auf Klimakongressen wie jüngst die Äußerung fällt oder die Frage gestellt wird, ob man nicht autoritären Regimen nicht besser zutrauen könne, als einer Demokratie, die angeblich anstehenden Probleme in den Griff zu bekommen. Da haben wir schon, wir sind schon an der Schwelle. Ne? Eine Diktatur kann das wahrscheinlich viel besser in den Griff reinkriegen als eine Demokratie. Da hindert die Demokratie, die ist eigentlich nur im Wege sozusagen. Also diese Tendenzen sind ja, muss man ernst nehmen. Was sich da am Horizont abzeichnet, sagt er, ist eine klimapolitische Weltdiktatur. Auch das ist in der Bevölkerung überhaupt nicht angekommen. Ich meine, hier, die Leute, die hier sitzen, werden das sicherlich nicht zum ersten Mal hören. Ja, ich sage jetzt mal, es gibt einen Wandel oder es gab einen Wandel beim Klimawandel. Also der Wandel des Wandels, das klingt eigentlich ganz schön. Zunächst mal war dieser sogenannte wissenschaftliche Klimawandel vielleicht da. Ich denke da an den Anstieg des CO2s, diese berühmte Mauna-Loa-Kurve, die sich so jährlich hochzankelt und immer weitergeht. Das war das eine. Und dann kam 1970 bis 2000 die Temperatur, die anstieg. Nicht wahnsinnig stark, aber sie stieg auch an. Da hat man zwei Kurven gehabt, die beide ansteigen und sofort wurde daraus geschlossen, Kausalzusammenhang. Ich sage, das ist ein Zufallszusammenhang, wie viele andere Dinge es auch gibt. Zufallskorrelation ist ein Thema in der Statistik. Voreilig wurde hier dieser Kausalzusammenhang unterstellt. Und dann kommt, ich habe es schon erwähnt, die Deutsche Physikalische Gesellschaft 1960 und erfindet die Klimakatastrophe. Und zwar warum? Das war auch ganz offensichtlich, das war nicht die DPG als Ganzes, sondern der Arbeitskreis Energie. Und stellen Sie sich vor, 1986. Da gab es ein riesengroßes Akzeptanzproblem. Da gingen die Leute auf die Straße und es hat Schlachten mit der Polizei gegeben. Da musste man was tun. Da konnte die Deutsche Physikalische Gesellschaft nicht mehr länger zuschauen. Ah, Klimakatastrophe. Da kommt kein CO2 aus den Kernkraftwerken. Jetzt kriegen die Leute wieder ein bisschen auf die Seite der Kernenergie. Das war eigentlich, was letztlich dahinter steckte. Und der Weltklimarat wird danach gegründet. Kurz danach, ein Jahr, glaube ich, später, wird sofort, die haben das, die Amerikaner haben das aufgegriffen, haben eine tolle Idee, was da aus Deutschland kommt. Wir machen das, setzen das um, wir gründen den Weltklimarat und liefert einen, sozusagen ein wissenschaftliches Umfeld für diese Angstszenarien. Da haben wir schon wieder, ne? Die postnormale Wissenschaft, die sagt, okay, das untermauern wir jetzt wissenschaftlich. So, der ursprünglich wissenschaftliche Klimawandel, der vielleicht wissenschaftlich mal war, wird jetzt vollständig zum politischen Instrument. Ja, welche Ziele verfolgt ist dieser Klimawandel? Auch die Frage kann man sich natürlich stellen, stellt sich jeder. Gesellschaftspolitische Änderungen durch langsame, schrittweise Deindustrialisierung. Möglichst so langsam, dass es keiner merkt. Aber das Ziel ist es, wir müssen da die Industrie mit ihren Emissionen, nicht nur Kohlendioxid, auch andere Emissionen, die müssen wir letztlich irgendwie zurückfahren. Ich will nicht sagen abschaffen, das wäre ein extremes Szenario, aber wir müssen das reduzieren. Und das ist also die in der Geografie auch bekannte, in Sozialgeografie bekannte große Transformation seit 1990. Ein anderes Ziel ist natürlich diese gigantischen Einnahmen aus dem Emissionshandel und die Verschmutzungszertifikate und sowie Klimasteuer. Und es kommt noch hinzu, man kann natürlich mit CO2-reduzierenden Technologien die Konjunktur ankurbeln. Das sind eigentlich, wo der Bürger sagt, ja, das sind doch tolle Ziele eigentlich, was wir da haben.
Da kann so mancher kann da mitziehen, vielleicht nicht bei der großen Transformation, aber alle anderen, ne, das klingt doch eigentlich plausibel. Ne, deswegen schreibe ich, für viele Menschen sind das möglicherweise erstrebenswerte Ziele. Aber warum mit der perfiden Idee der CO2-Lüge? Jetzt kann man darüber nachdenken, ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das Wort Lüge jetzt, ist die letzte Folie, das Wort Lüge hier stehen lasse. Lüge ist immer dann, wenn der Vorsatz da ist. Ja, und man hätte auch, wie ich am Anfang gesagt habe, Irrtum der Wissenschaft oder Fehlinterpretation dieser Kurve, der Temperaturkurve und der CO2-Kurve, Fehlinterpretation. Nein, es ist der Vorsatz da. Und dann sage ich, ist das mit Lüge zu vertreten. So, und schließlich, warum nicht mit logischen Argumenten es mal versuchen? Wenn ich diese oben gestrichelten Ziele da anstrebe, wie wäre es denn, wenn ich es mal mit Logik versuchen würde? Oder aus grundsätzlich eine Partei, die diese Ziele hat, ganz offen, statt mit ideologischen. Und da müssen wir eben sehen, oder man muss daran sehen, was hier eigentlich abläuft in der Gesellschaft und vor allen Dingen in der Politik, die sich dieses Mäntelchen ja angezogen hat und das mit aller Gewalt, manche sagen, die Klimakanzlerin peitscht es durch. Vielen Dank.